So, mach hier bitte zu. Und dann gucken wir uns die nordöstliche Verteidigungsanlage an. Mit wie vielen Mauern haben wir noch? 80. Nicht wirklich viel. Da haben wir wieder Stein, das müssen wir später abbauen. Und das Öl, ja. Sind ein paar. Könnte sogar schon reichen. Aber dass wir nicht extra einen Ölaußenposten machen müssen, das wäre nicht so schön. Wobei hier gleich nochmal Öl wäre. Also wirklich weit müssten wir dafür nicht reisen. So, dicht machen. Wo? Mitten im Wald, ne? Da müssten wir aber auch erstmal das Muster wieder hinbringen. Lalalala. Und das tickert alles schön vor sich hin. Ich gehe also einfach mal davon aus, dass die grünen Tränke jetzt fließen, die roten auch. Alles Gutes. Ja, geht sogar richtig schnell voran mit dem Oil Processing. Sehr schön. Das heißt, in den nächsten Folgen kann ich schon wieder anfangen mit dem Ölverarbeiten. Wobei ich glaube, wir brauchen erstmal die roten Chips. Und sobald wir rote Chips brauchen, würde ich ganz gerne auch den Komplex dazu schon mal bauen. Dass das nicht wieder über das Spielerinventar laufen muss. So, zwei Abstand, zwei Abstand, zwei Abstand, zwei Abstand, zwei Abstand. Da. So. Zwei. Zwei. Oh, ich bin schon drüber weg, ne? Ja, also das Ding da ist unsere Grenze. Lasst mich durch. Hier. Gib mir eine Mauer. Achso, du bist ein Turm. So. Eins, zwei, da. Und ich setze das jetzt einfach da, wo ich sitzen kann, nach oben. Den Rest mache ich später. Na komm. Genau, da ist unsere Mauer und da ist die zweite Reihe von der Mauer. Geh weg. Ich hasse Bäume. Okay, Mauer schießen ist gut. Und Oil Processing ist fertig. Sehr schön. Ich brauche Schwefel. Für Schwefelsäure. Herstellen. So. Also, da mache ich jetzt nicht weiter. Das ist mir jetzt viel zu viel Arbeit. Und wenn die Beißer kommen, werden sie schon irgendein Mauerstück angreifen. Ich will mich jetzt lieber darum kümmern, dass wir das Muster schon mal so weit ausbauen können, dass für die Ölverarbeitung alles vorhanden ist. Ölverarbeitung sollte ja hier ungefähr hin. Das heißt, die Radaranlage müssten wir später verschieben, aber das ist okay. Das Eisen müsste ja eigentlich auch noch alles weg. Wir machen es so, dass hier unten die Rohöltanks hinkommen und wir bauen es dann von unten nach oben. Also genau andersrum als in der letzten Welt. So, so, so. Also hier die Tanks hin, die brauchen eigentlich keine Strommasten, aber der Vollständigkeit halber mache ich die jetzt auch schon mal hier hin. So. Können wir die Tanks denn schon bauen? Nein. Können wir die Pumpjacks schon bauen? Nein, wir haben keinen Stahl. Stimmt überhaupt? Wir haben keine Stahlproduktion. Boah, das ist eine gute Frage. Also Stahl, einfach nur des Stahlwillens produzieren für den Spieler. Ich denke, das mache ich einfach hier oben irgendwo. Ja, hier oben haben wir eh gerade schön viel Platz. Das heißt, ich nehme mir jetzt einen ganz normalen Schmelzofen, setze den da hin, gebe dem zwei Ärmchen, gebe dem hier noch Ärmchen und eine Kiste. Und das war's. Das Ding stellt jetzt nur für den Spieler Stahl her. Das wird dann später eine Bitschön-Kiste und wir haben unsere Requester, dass wir gerne immer Stahl hätten. Weil, also wir haben noch sehr viele andere Sachen, die Stahl brauchen. Aber die gehören dann alle zu einem Kreislauf. Zu einem autarken Kreislauf, so wie hier. Das heißt, da wird dann nochmal extra nur für diesen Kreislauf Stahl hergestellt. Das ist jetzt nur für mich. Spielzeug. So. Und genau sowas hätte ich auch ganz gerne noch für die Rohre und für die unterirdischen Rohre. Da bräuchte ich nur erstmal wieder Fabriken für. Eins, zwei, mach mal drei. Du nimmst jetzt von unten Eisen und tust da
stark beschränkt das Zeug rein. Unter was waren jetzt schon wieder Rohre da? So, da kriegen wir unsere Pipes. Und dann kommt dahinter eine Fabrik. Hier, die nimmt sich die Rohre und tut die wieder zurück. Und tut sie da rein. Ebenfalls noch stärker beschränkt, weil unterirdische Rohre braucht man nicht ganz so häufig. Und du stellst bitte die da her. So. Das heißt, die Kiste füllt sich jetzt, bis der Stack voll ist. Danach füllt sich die Kiste hier, bis zwei Stacks voll sind. Und wenn ich jemals Rohre brauche, gehe ich einfach hier hoch und klaue mir beide Kisten voll. Problem gelöst. Genauso mal es auch bei Stahl. Das ist sehr schön. Sowas hätte ich eigentlich auch ganz gerne noch für grüne Chips. Das mache ich einfach mal hier hin. Das funktioniert echt wesentlich besser, als ich gedacht hätte. So? So? Oh, stimmt. Wir brauchen Draht. Ich brauche noch eine Fabrik. Eine Fabrik hier. Du nimmst das. Tust es dahin. Tust es dahin. Tust es dahin. Ich mag sowas. Du tust es dahin. Du stellst bitte her Draht. Du stellst bitte her grüne Chips. Du hättest gerne Strom. So. Und tust dann grüne Chips in eine Kiste, die möglichst nahe gelegen ist an den anderen Kisten, damit wir später nicht so weit laufen müssen. Mit noch einem Ärmchen. Tada! Also die Kiste, die Kiste, die Kiste und die Kiste werden später alle schöne, bitteschön Kisten, um das Spielinventar zu füllen. Und sonst kann ich einfach hier hingehen, um die abzuholen für meinen Privatbedarf. Und wir können dann später hier auch noch eine Fabrik hinbauen, die dann aus denen rote Chips macht. Ja, sehr gut. Also es sieht nicht sehr symmetrisch aus und ist nicht in diesem Vierermuster, aber ich nutze dadurch den Platz hier aus, der an der Küste quasi sonst verschwendet wäre. Und das hat was, finde ich. Bauen wir da weiter. Und ich brauche Fließbänder. Da sind Fließbänder und Ärmchen. Da kann ich immer beides gebrauchen. Gib. So. Module. Ich hätte gerne ein Stack davon. Quatsch, ein 5er-Set davon. Und die kommen dann hier mit rein. Wie schaut es mit der Forschung aus? Stauen sich die grünen Tränke wenigstens minimal? Nein. Aber wir haben 6 Forschungszentren, die durchgehend befüllt sind. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Jo. Okay. Also, Schwefelforschung ist auch gleich durch. Das heißt, wir brauchen jetzt den Stahl, den ich oben angefangen habe, womit das ganze Elend hier seinen Anfang nimmt. Genau, ich brauchte die Tanks. Und ich brauchte die Pumpjacks, dafür brauche ich noch mehr Stahl. Das Ding ist viel zu langsam. Wir können schon bessere bauen, ne? Ja, bauen wir die besseren. Die nehme ich mit. Nehme ich mit. Eine kaputte Mauer. Unsere Schrotflinte ist sowas von mau. Mit der Combat-Shotgun und der panzerbrechenden Munition hätten wir das in 2 Schüssen zerlegt, glaube ich. Und ja, ich könnte es reparieren, aber dafür bräuchte ich ein Repair-Pack und das wäre noch wieder ein Slot im Inventar. Und nee, komm. So, du bist jetzt schneller. Zumindest ein bisschen. Und die hier unten könnten wir jetzt auch alle durch die schnelleren ersetzen. Aber wie gesagt, ich sollte eigentlich nicht so viel von dem Eisen jetzt schon verballern. Also das ganze Eisen hier werde ich erst anrühren, sobald wir die Möglichkeit haben, flüssiges Eisen herzustellen und das dann in Barrenform abzugießen, also in Plattenform abzugießen mit der Foundry. Aber das zeige ich euch alles später. Die Lava-Geschichte sieht echt cool aus. So, Schwefel ist fertig. Sehr gut, wir können Batterien herstellen und Schwefelsäure. Ich hätte gerne Batterien für die hellblauen Science Packs. So. Das Elend wäre folgender. Wir brauchen grüne Ärmchen. Die sind kein Problem. Darauf war ich vorbereitet. Wir haben neben den gelben Ärmchen extra Platz gelassen. Die können wir herstellen. Stahl können wir vor Ort herstellen. Das geht auch. Rote Chips.
brauchten, glaube ich, nur grüne Chips und mehr Kupferdraht. Das können wir also auch oben mit einbinden bei der Grüntrangproduktion. Batterien allerdings brauchen Schwefelsäure. Das heißt, das müsste eigentlich unten gemacht werden, in dem Komplex hier. Außer wir machen eine unterirdische Leitung zu einer Raffinerie, die extra für hier oben ist. Das fände ich aber ein bisschen happig. Schade, schade. Also ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Entweder produzieren wir dann hier unten Batterien und lassen die unten über ein Fließband bis nach da ganz oben laufen. Oder wir machen halt eine unterirdische Pipeline. Haben wir hier irgendwo ein Ölfeld? Da. Das wäre relativ nah dran, ja. Also wir könnten hier Öl abzwacken. Und das dann hier irgendwo hinbringen. Das ist auch nicht schön. Also ich denke, es wird keine elegante Lösung geben, außer Roboter. Und davon sind wir noch entfernt, das da oben hinzubekommen. Weil da muss halt erstmal eine unelegante her. Das ist ja eh bei mir gang und gäbe. Erstmal alles ein bisschen hässlich machen, Hauptsache es funktioniert. Und dann später nach und nach hübsch, hübsch und so. So, Steine kommen, Mauern kommen, das ist gut. Das ganze Holz sollte ich mal zwischenlagern. Oh, stimmt, ich habe noch gar keinen Müllhaufen. Ich hätte gerne einen Müllhaufen. Gib mir bitte die Kisten da. Wo kommt der Müllhaufen hin? Ich glaube, hier unten bei den Forschungsdingern kommen die Sachen hin. Also Sachen, von denen ich glaube, dass ich sie gerade nicht brauche. Wie zum Beispiel alles Holz. Und ein einzelnes Holz. Und 7 Resin. So. Das werden aber später auch alles Logistik-Storage-Chests, damit die Roboter dann wenigstens was damit anfangen können. Okay, kann ich jetzt die ersten Pumpjacks bauen? Nein, es fehlt immer noch Stahl. Grummel. Eventuell müssen wir das hier oben ausbauen zu 2 Schmelzöfen. Weil es kommt viel zu wenig dabei rum. Nicht gut. Also erster Pumpjack. Wo sollte eigentlich das abgebaut werden? Nicht hier oben, sondern da ganz unten. Okay, ich werde definitiv schon mal recht viele Untergrundrohre brauchen. Von hier bis nach ganz da oben. Pumpjack. Du brauchst auch Strom, genauso wie deine ganzen Kollegen. Und ich... Das war so klar. Ich brauche Holz. So, bau, bau, bau. Okay. Sollte reichen. Bitte nach da weiter verlegen. So. Geht schön auf. Sehr gut. Da, da, da. So, wo war denn Ausgang? Falsch. Da muss er hin. Eigentlich müsste sich so hinstellen, dass er später schon zu den anderen zusammenpasst. Genau so. Und dann kommen hier die Rohre. Und da geht es dann nach oben. Und dann müssen wir oben gucken. Ich lege das eigentlich immer ganz gerne an diesen Pfosten entlang. Also so hier. Ja, so. Dann möglichst lang runter. Möglichst lang runter. Da, dass man durchlaufen kann. So. Flupp. Unser erstes Öl. Batterien sind fertig. Sehr gut. Plastik. Plastik brauchten wir für... Oh, die brauchten wir auch für rote Chips. Das wird echt problematisch bei meiner Forschungsecke hier oben links. Also wir werden da eine eigenständige Raffinerie brauchen. Wir haben eine Ölproduktion hier unten dann, die für die ganzen Fabriken zuständig ist. Und eine mini-mini-mini-kleine da oben, die nur dafür zuständig ist, die ganzen Subkomponenten herzustellen für die ganzen anderen Tränke. Ja. Okay. Forschung. Wir können jetzt hellblaue Tränke herstellen, aber wir haben dafür noch keinen Automatismus. Das lassen wir erstmal. Lasertürme. Ich will möglichst schnell Lasertürme haben. Auch wenn wir die Batterien noch gar nicht haben, aber ich will trotzdem schon mal den Grundstock dafür legen können. So, genau hier. Hier könnten an sich schon die ersten Tanks hin. Die Tanks haben wir allerdings noch gar nicht.
Was jetzt nie so schön ist, weil die bräuchte ich eigentlich, um das Ganze vorzubereiten. Aber ich tue einfach mal so, als wenn sie da wären. Tanks sind 3x3, ne? Glaub schon. Entweder hier ein Tank, dahinter kommt gleich der nächste Tank. Und dann hier nochmal so ein Dreierpack. Genau, das wären jetzt 4 Tanks. Und ich hätte es vielleicht mit irgendwas bauen sollen, was man schneller abreißen kann. Fällt mir gerade auf. Ja, das ist einfach so eine Tankbarriere. So, also hier kommt das dann rein. Dann lassen wir hier eine Rohre lang laufen. Dass das dann auf die 4 verteilt, wobei 4 zu wenig sind. Ich brauche mehr Rohre. So. Da. So. Dann hätten wir jetzt hier 8 Tanks, die wir dann nach und nach auch zu MK2-Tanks aufstufen können. Also sollte genug einlagern können. Und dann von hier oben geht das dann jeweils ab zu den Raffinerien. Und die Raffinerien kommen dann hier 1. Ne, die waren direkt da drunter, ne? Ja. 1, 2, 3 Stück hier hin. Und dann kommen hier oben die ganzen Chemiefabriken hin, die das dann auseinanderklamüsern. Und dann teilen wir es wieder auf in schwer und leicht und so weiter. Und dann haben wir hier unseren ganzen Öl- und Chemiebereich. Und der obere Bereich sind die Fabriken, die dann teilweise aber auch die Produkte brauchen, die bei dem Chemiebereich rauskommen. Aber es ist ja nah genug beieinander für Fließbänder. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, ich fange schon mal an, hier ein bisschen abzureißen. Und in den nächsten Folgen achte ich dann drauf, dass wir die Tanks erforschen, damit ich hier schon mal Öl puffern kann. Ich muss schön regelmäßig das Stahl abholen aus meinen Kisten oben. Ich muss eventuell wirklich noch mehr Stahlherstellung machen, weil dieses eine kleine Furnace kommt da echt nicht hinterher. Das Eisen hier ist alle. Ah, okay. Das mache ich noch kurz. Hier bitte so rum. So. Und so. Das müsste alles erwischen, richtig? Gucken wir mal. Ja. Ja. Du weg. Also hier bleibt noch was liegen, aber das müssen dann die später machen. Die müssen dann ein Feld hoch. So genau, dass das Eisenfeld auch schön schnell abgebaut wird. Damit wir hier noch mehr Platz haben für die ganzen Ölgeschichten. Also Tanks bauen. Vorpuffern, Pumpchecks bauen, mehr Stahl produzieren für die privaten Kisten. Modular Tools regelmäßig herstellen. Iron Plate, Craft. Und sonst erstmal nichts. Also allein schon, das jetzt alles vorzubereiten und umzusetzen für die Chemiefabriken und dergleichen, die ganze Ölverarbeitung, wird, denke ich mal, locker 5 Folgen dauern. Naja, obwohl ich habe ein bisschen Übung schon drin. Vielleicht auch nur 3, 4. So, Lasertürme können gebaut werden. Ich hätte gerne eine schwere Rüstung. Kostet nur 30 rote. Das kannst du mal bauen. Ja, also, To-Do-Liste ist da. Klappen wir die nächsten Folgen ab und wir sehen uns dann gleich wieder.